Servus und willkommen hier auf den Kanal von Ice Tutorials. Ja, hier ist wieder euer Ice. Ja, mit diesem Info-Video, ja, wird das bestimmt merken, bin ich ein bisschen enttäuscht und auch ein bisschen sauer. Ja, ein bisschen ist relativ noch. Nett gesagt, ich habe am Freitag ja das Video online geschaltet, wo ich gesagt habe, dass ich den sogenannten Online-Mode auf unseren Bucket-Server deaktiviert habe oder deaktiviere. Zuerst, was ist der Online-Mode? Der Online-Mode ist es eigentlich nur dafür da, dass gecrackte Spieler auf diesen Server kommen können. Die News findet ihr natürlich auf unserer Webseite www.mc-imp.de. Ja, wir hatten diesen Online-Mode also gestern so gegen 17 Uhr, 15, 18 Uhr, irgendwie so im Dreh, haben wir den deaktiviert, haben unsere. Ja, gibt es ja diese Serverlisten, da haben wir auch dort das editiert, dass der Online-Mode deaktiviert ist. Und ja, lange hat sich gedauert, ich glaube so gegen 19, 20 Uhr, glaube ich, kam, weiß nicht, innerhalb von 15 Minuten mehrere Spieler. Wir waren dann von unseren Stammspieler sind wir so um die 7 mit den Administratoren, 7, 8 Leute. Und ruckzuck hatten wir 12, 13, 14 Spieler komplett drauf. War natürlich auf einer Seite nicht schlecht, aber was sich denn hier, ja, was denn hier auf dem Server passiert ist, habe ich noch nie, aber wirklich noch nie erlebt. Das heißt, die Leute, die jetzt dieses Video sehen, die auch auf diesen Server und auch mit rumgeflammt haben, da sage ich, seid froh, dass ihr ziemlich weit weg seid und dass ich euch nicht aufs Maul haue, weil sowas geht mal gar nicht. Ich bin darüber echt stocksauer. Es wurde hier auf dem Server rumgeflammt. Es wurde rumgespammt, was sage ich mal noch nicht mal das Schlimme ist. Es wurde aber hier, ja, ich sage mal, Fäkalwörter ausgesprochen, die man eigentlich grundsätzlich noch nicht mal unter Freunden erzählt. Ich sage mal, Arschloch war noch einer der nettesten Fäkalwörter, die es hier auf dem Server gab. Für die Leute, die sowas wirklich immer machen, die ja, einen gecrackten Server, einen gecrackten Account haben und auf so einen gecrackten Server gehen, die da rumspammen und sagen, du blöder W. Punkt, 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 oder du blöder F. Punkt, 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 ja, die will ich jetzt hier nicht aussprechen. Holt euch am besten selber einen Server und macht, oder holt euch einen verpissten Scheiß-Server und macht euer Ding selber. Das heißt, wir haben diesen Online-Mode natürlich nach 15 Minuten wieder aktiviert, haben natürlich einen schönen Friedhof, wo wieder gebannte Spieler. Sieht auf jeden Fall sehr hübsch aus. Sind von ersten oder von den zwei Gräbern, die belegt sind, sind wir ganz schnell auf 8 oder 9 gestiegen. Also für unseren Grab oder für unseren Friedhof ist das auf jeden Fall mal was Nettes. Das heißt, wenn ihr einen Online-Mode könnt ihr natürlich ohne Probleme hier auf unseren Server kommen. Wir würden uns natürlich freuen für die Leute, die natürlich den gecrackten Server aber grundsätzlich eigentlich höflich sind. Ja, für die Leute tut es mir leid. Holt euch, ja, sucht euch einfach einen anderen Server und gut ist. Für die Leute, die natürlich auch das gemacht haben, hier rumgespammt und rumgeflamed haben, sowie natürlich auch auf einem Teamspeak, obwohl es eigentlich auch in den AGBs steht. Da kann man nämlich sehen, dass die AGBs nie gelesen werden, aber das ist ja nicht unser Problem, weil so wie man Member ist, akzeptiert man automatisch die AGBs und von daher durften wir auch bannen. Kicken, ja, Kicken bringt dann nicht viel, aber wir haben meistens nur gebannt. Das heißt, zurzeit sind ja nur drei Administratoren, kein Co-Admin und kein Moderator. Das heißt, ja, in dem Sinne werden oder tun nur drei Leute diesen Server leiten. Hat auch bis jetzt funktioniert, aber mit diesem Online-Mode ging das gar nicht, weil da musste man mindestens drei ja, Admins, die so fest sind, 15 Co-Admins und was ich 25.000 Moderatoren, um sowas zu bändigen. Und auf sowas haben wir wirklich keine Lust, weil ich habe früher einen recht großen EU-Shooter, also einen Counter-Strike Source Clan besessen. Da waren wir um die 50, 60 ja, Spieler in den Clan. Und nicht, dass ich den Clan noch geführt habe, habe ich mich noch um die Administration gekümmert und sowas hatten wir noch nie gehabt und wir hatten auch jüngere Spieler,
die, sage ich mal, 11, 12, 13 waren. Ich weiß, das Spiel ist erst ab 16, aber es gab ja nun mal auch die das Spiel haben. Und da gab es nicht so ein Rumgeflamme wie hier, was gestern vonstatten gegangen ist. Vielleicht werden wir einen kleinen Auszug vielleicht auf unserer Homepage der Changelog, beziehungsweise was mal so geschrieben wurde, vielleicht veröffentlichen. Ihr könnt es ja mal in den Kommentaren, ob ihr das gerne sehen wollt, was so alles passiert ist. Eine Aufnahme gibt es jetzt so nicht, weil wir nicht aufgenommen haben, aber ich kann natürlich nach Bedarf mal so eine kleine Liste auflisten, was so passiert ist. Ja, das eigentlich so zur Info für die Spieler, die einen gequickten Server macht. Könnt mich von mir aus auch dadurch deabonnieren, das ist mir sowas von ratze scheißegal. Sucht euch am besten einen eigenen Server, macht euren Server selber und gut ist. Und ich werde lieber mit etwas wenigen Spielern, aber dafür geht es ruhig hier auf diesem Server, statt, sage ich mal, 25.000 Spieler und man hat hier recht mehr Arbeit wie alles andere. Und das ist dann nicht Sinn der Sache der Administratoren, dass man sich hier um die einzelnen Spieler kümmern muss, sondern eher um den Server, dass alles läuft, dass man vielleicht irgendwelche Events, weil wir hatten eigentlich vor, heute ein Event zu starten. Gut, hatte ich ein Video gemacht, habe ich dann natürlich auch wieder runtergenommen, weil bringt ja nun mal nichts. Ja, aber egal. Gut, das eigentlich nur als wichtige Info, was mir ein bisschen am Herzen lag. Ja, das war's auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, wir sehen uns bis beim nächsten Video. Bis dann, bye bye, euer Eis von Eis Tutorials.